Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute Abend wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Harald und Eddie. Eddie. Entschuldigen Sie bitte, Frau Holberg, aber Ihr Mann ist in das Nebenzimmer verlegt worden. Sehr freundlich, junger Mann. Tachchen. Ich hätte da eine Reklamation. Sie haben mir im letzten Monat diesen Goldfisch verkauft und jetzt ist er tot. Kein Wunder, haben Sie das Wasser mal gewechselt? Warum denn? Er hat ja noch nicht mal das erste Glas ausgetrunken. Liebling! Ich komme heute früh aus dem Büro. Hallo. Ich habe dir was mitgebracht. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Dürfte ich mal in Ihr Badezimmer ein bisschen Wasser holen? Ja, natürlich, da drüben. Danke. Aber beeilen Sie sich. Mein Mann muss jeden Augenblick zurückkommen. Er ist der eifersüchtigste Mensch, den ich kenne. Hallo, Liebling, da bin ich wieder. Hallo, Liebling, du bist schon zurück? Ich habe mich so nach dir gesehen, mein Engel. Hast du die Schuhe richtig abgetreten? Wieso? Es regnet doch gar nicht. Ich möchte, dass du dir die Schuhe immer abtrittst. Doch bitte gerne, wenn ich dir damit eine Freude bereiten kann. Schnell, was ist denn? Was ist dir? Doch immer mit der Ruhe. Was ist denn? Ja, Moment mal. Was ist denn? Ich hab da meinen Lederlappen vergessen. Liebling, ich komme. Ich habe alles abgewischt und jetzt will ich erst mal einen dicken Kuss. Das nennst du einen dicken Kuss? Du gehst jetzt ins Badezimmer, machst dich ein bisschen frisch und dann wollen wir sehen, wie wir das Küsschen etwas ausbauen können. Ich bin gleich zurück. Mein Lappen. Toll, Liebling. Was macht denn diese olle Lederlappen im Waschbecken? Ich wollte gerade das Waschbecken sauber machen, da klingelte plötzlich das Telefon. Telefon? Wer hat dich angerufen? Wenn ich jemals einen anderen Mann dabei erwische, dass er dich anruft, weißt du, was ich damit mache? Dann werde ich ihn mit der Telefonschnur eigenhändig... Ist ja gut, das war nur meine Mutter. Du weißt, ich würde nie mit einem anderen Mann sprechen. Nie mit einem anderen Mann sprechen? Und wem bitte gehört dann hier dieser Pyjama? Ich bring ihn um. Ich bring ihn um, diesen Hund. Ich bring ihn um, diesen Schweinehund. Gestehe mir. Wem gehört dieser Pyjama? Dir. Ich habe ihn vorhin für dich gekauft. Als Überraschung. Wie süß von dir, mein Engel. Und auch noch meine Lieblingsfarbe. Also gut, dann gehst du jetzt ins Badezimmer und machst dich ein bisschen frisch, ja? Meine Lieblingsfarbe. So. Raus. Mein Lederlappen. Psst. Sag mal,
seit wann klemmt denn die Tür? Seit heute Mittag. Ich versuche von hier zu ziehen. Achtung, ich werfe dich mit der Schulter dagegen. Wollen wir jetzt das Küsschen ausbauen? Was hältst du davon, wenn wir zusammen ein Bad nehmen? Ja, eine wunderbare Idee. Ein schönes Bad zu zweit. Sag mal, wo ist eigentlich mein Bademantel? Im Schrank. Oh, ich hole ihn dir. Bitte bleib, wo du bist. Ich bin durchaus in der Lage, meinen Bademantel selbst aus dem Schrank zu holen. Schließlich habe ich dich nicht geheiratet, damit du mich bedienst. Was machen Sie denn hier? Ich bin der Fensterputzer. Der Fenster... Also gut, ich will Ihnen das glauben. Aber jetzt gehen Sie bitte und nehmen Sie Ihren Lehrling mit. Gerne. Komm. Nun, wie war's? Fantastisch. Ein exzellenter Flug. Und das Gefühl, als erster Deutscher auf dem Mond gelandet zu sein, ist schon erhebend. Sagen Sie, ist Ihnen nicht irgendetwas, wie soll ich mich ausdrücken, irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen auf Ihrem Rückflug? Nö, lief alles wie geschmiert. Können Sie mir sagen, wie viele Astronauten an Ihrer Mission teilgenommen haben? Ja, wissen Sie doch, 5. Richtig. Erikson, Bardolini, Fouchon, McDrake und Sie. Ja, aber... Und mit wie vielen Kameraden sind Sie zur Erde zurückgekehrt? Naja, Erikson, Bardolini, Fouchon und ich. Genau. Wir haben auch nur 4 gezählt. Oh mein Gott. McDrake? Allerdings, McDrake. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nein. Wie war das noch gleich? Also... Erst haben wir Mondgestein eingesammelt. Und wo war McDrake währenddessen? Naja, der war die ganze Zeit dabei, nicht? Wir haben dann die Europafahne aufgestellt, salutiert und... Genau, McDrake ist hinter einem Felsen verschwunden und wir anderen sind wieder in die Mondfähre eingestiegen. Das gibt's doch nicht. Oh doch, Sie haben Ihren Bordtechniker auf dem Mond zurückgelassen, Sie Idiot. Ach du Scheiße. Er hat übrigens inzwischen mit uns Kontakt aufgenommen. Ja? Wie geht's ihm denn? Er hat sich in das Mondauto gesetzt und wartet darauf, dass es abhebt. Warum sprechen Sie nicht selbst mit ihm? Ja, danke. Hallo, Mick. Sieht so aus, als ob wir uns verpasst haben. Wie ist denn das Wetter da oben? Willst du mich verarschen, du Penner? Ja, ich verstehe. Ich an deiner Stelle würde mich auch verarscht fühlen. Kannst du nicht ein bisschen lauter sprechen? Das klingt so, als ob du ganz weit weg bist. Ja, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Wir haben da so ein Klopfen gehört, bevor wir die Triebwerke gezündet haben. Ich dachte, das sei die Klimaanlage. Ach, das warst du. Hallo, Mac. Aufgelegt. Es ist Ihnen wohl klar, dass das Ihr letzter Einsatz in unser Mondprogramm war. Jawohl. Wir schicken morgen früh Bardolini und Fouchon rauf, um McDrake zurückzuholen. Dann kann ich jetzt wohl gehen. Suchen Sie was? Ja. Wenn McDrake noch mal anruft, bitten Sie ihn doch, meinen Hausschlüssel zu suchen. Ich muss ihn da oben irgendwo verloren haben. Foul! Foul! Mensch, wer ist hin? Kümmere dich mal um ihn. Mach dich schon mal fertig, Junge. Sie meinen, ich darf wirklich raus? Klar doch. 40 Jahre sitze ich jetzt auf der Reservebank und warte darauf, endlich in einem Länderspiel eingesetzt zu werden. Sie können sich ja nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Na ja, nun los, Junge. Der Sklave Minimus möchte euch sprechen. Ja, ja.
O wunderbar gütiger und barmherziger Sixtus. Ja, schon gut, komm zur Sache. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Doch, aber verstehst du, Herr, es geht um morgen. Was ist morgen? Morgen ist der Tag, an dem ich im Kolosseum den Löwen vorgeworfen werde. Ach, um welche Zeit? Soweit ich weiß, bin ich gleich nach dem Assyrer dran, Herr. So gegen 3. Gut, ich werde versuchen, gegen 3:30 dort zu sein. Noch was? Nun ja, verstehst du, Herr, ich bin nicht gerade sehr glücklich darüber, den Löwen vorgeworfen zu werden. Reich mir die Weintrauben, Sklave. Ich wollte sagen, an sich habe ich nichts gegen leichte Unterhaltung. Das will ich auch meinen. Ich amüsiere mich genauso gern wie jeder andere auch. Aber ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag. Sprich. Mein Vorschlag, gütigster Herr, wäre, nun ja, du willst doch deine kostbaren Löwen nicht an mich verschwenden. Das wäre doch nicht besonders spannend. Nein? Nein, Herr. Ich bin ein alter Mann. Ich kann kaum noch laufen. Das ist ein Teil des Spaßes. Natürlich, Herr. Aber der Wettkampf würde nicht sehr lange dauern. So? Das Publikum kommt doch, um eine wirklich gediegene Grausamkeit zu sehen. Und was passiert? Die Leute holen gerade ihre belegten Brote raus und plopp, schon ist alles vorbei. Ja, da ist was dran. Und wen machen Sie dafür verantwortlich? Mich nicht. Ich bin ja nur ein armseliger alter Sklave. Du meinst mich? Beim Jupiter? Es wird einen Aufstand geben, Herr. Und Sie werden Ihr Geld zurückverlangen. Beim Jupiter! Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, wie du aus deiner unglücklichen Lage herauskommst. Sprich, Sklave. Ich schlage vor, Herr, du beschaffst dir ein paar widerliche, abscheuliche und bösartige... Ja? Schafe. Schafe? Ja, Herr. Und was ist mit den Löwen? Die Löwen lässt du weg und wirfst mich den Schafen vor. Und dann? Und dann laufe ich herum und tue so, als ob ich aus Angst schreie, bis ich plötzlich vor Erschöpfung zusammenbreche. Und dann kommen die Schafe zu mir, beugen sich herunter und lecken mich ab. Verstehe. Und dann lasse ich die Löwen rein. Nein, 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 Herr. Vergiss die Löwen. Es gibt nur mich und die Schafe. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlt da doch was. Aber nein, das nennt man Satire, Komödie. Die Leute werden brüllen vor Lachen. Ich bin sicher, sie werden es mögen. Sowas gab's noch nie. Und es ist viel billiger. Viel billiger? Sieh mal, Herr, ich bin nicht so gebildet wie du. Aber bedenke, keine hohen Fleischrechnungen mehr, um die Löwen zu füttern. Die Schafe halten deinen Rasen kurz. Und du? Ja? Du kannst die Eintrittspreise erhöhen. Das ist genial! Ich werde reich sein! Und berühmt. Du wirst in die Geschichte eingehen als der erste Veranstalter komischer Massenspektakel. Und wie nenne ich das Spektakel? Was hältst du von Sixtus Scharfe Schafe? Sixtus Scharfe Schafe. Ja, nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Bei allen Göttern, ich werde eine Tournee machen durch das ganze Imperium. Geh jetzt, ich muss nachdenken. Danke, barmherzigster Sixtus. Sixtus Scharfe Schafe. Sixtus Scharfe Schafe. Bei Jupiter, ich bin so aufgeregt, dass ich heute Nacht nicht schlafen kann. Auch dagegen weiß ich ein sicheres Mittel, o Herr. Und das wäre? Schafe zählen. Guten Tag. Lufthansa Flug 436 nach Paris und London. Werden umgehend zum Flugsteig B38 gebeten. Danke sehr. By attention, please, passengers booked on Lufthansa Flight 436 to Paris and London are requested to proceed to gate B38 immediately. Sie sind also der neue Mieter? Ja. Bitte entschuldigen Sie vielmals, dass ich mich bisher nicht vorgestellt habe, aber ich wollte Sie nicht stören. Mein Name ist Jacobs. Ich bin am Ende. Wie bitte? Seit 3 Wochen wohnen Sie jetzt über mir. Seit 3 Wochen. Und was haben Sie aus mir gemacht? Ein Wrack. Aber ich habe mich bemüht, immer ganz leise zu sein. Das ist es ja. Wissen Sie, wer vor Ihnen in der Wohnung gewohnt hat? Eine 8-köpfige Familie. Die Kinder haben Instrumente gespielt. Blechblasinstrumente, laut und scheppert. Und der Vater hat ständig gebohrt und gehämmert. Ein fanatischer Heimwerker. Und die Mutter hat Nacht für Nacht gesteppt. Stepptanz, verstehen Sie? Außerdem machte sie eine Urschreitherapie.
Wow! 2 Jahre haben diese Menschen über mir gewohnt und dann kamen sie. Aber was habe ich denn gemacht? Nichts, gar nichts, das ist es ja. Nachts liege ich wach und lausche und was höre ich? Nichts, gar nichts, kein Mucks, nicht einmal ein Knarren. Was machen Sie eigentlich nachts? Ich schlafe. So, so? Sie schlafen? Interessant und sonst nichts? Nein. Müssen Sie nie aufs Klo? Wieso? Ich habe seit 3 Wochen nicht einmal die Spülung gehört. Das ist Spülung. Und mal die Tür zuknallen, die Tür, so. Und nochmal, so. Und nachts mal zum Kühlschrank gehen und naschen? Das macht doch jeder normale Mensch, wenn er nicht schlafen kann. Na, sowas könnte Ihnen auch mal passieren. Ich nasche nachts nie. Ich habe nämlich einen sehr festen Schlaf. Aber ich nicht, seit Sie über mir wohnen. Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Mögen Sie keine Musik? Richtig laute Musik? Und dazu den Fernseher laufen lassen. Alle Leute machen das. Und was ist mit dem Teppich, die Schmutzchen? Saugen Sie die! Es tut mir leid, aber es tut Ihnen leid. Ich verstehe Sie ja durchaus, aber bitte. Bitte was? Bitte verlassen Sie jetzt endlich meine Wohnung. Frau, was halten Sie davon, sich eine Alarmanlage anzuschaffen? Geht es Ihnen seit dem letzten Male besser? Nein. Sie denken also immer noch ausschließlich an das eine? Ja, es ist furchtbar. Dann machen wir mal den Assoziationstest. Bitte entspannen Sie sich. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Begriffe nennen und Sie werden mir sagen, was Ihnen spontan dazu einfällt. Sind Sie bereit? Ja. Wasser? Bockwurst. Vater? Bockwurst. Liebe? Bockwurst. Aha. Bockwurst, also weiter. Bockwurst. Dazu fällt mir nichts ein. So, so. Die Bockwurst scheint bei Ihnen eine psychische Blockade zu verursachen. Meinen Sie? Ja. Um die Blockade in Ihrem Kopf zu lösen, müssen wir die Bockwurst vollständig vernichten. Aber wie denn? Sie müssen sie aufessen. Die Bockwurst in meinem Kopf? Ja, stellen Sie sich eine Bockwurst vor. Ganz intensiv. Augenblick bitte. Ja, jetzt habe ich sie. Sie müssen sie dicht vor Ihren Augen haben. Ja, ist sie. Wie sieht sie aus? Lecker. Beschreiben Sie sie. Sie ist braun, etwa 15 cm lang, rund, leicht gebogen und heiß. Und wie riecht sie? Nach Bockwurst. Und jetzt machen Sie bitte Ihren Mund ganz weit auf. Und jetzt beißen Sie zu. Fest. Nochmal. Ganz aufessen. Auch den Zipfel. Hätten Sie vielleicht eine Serviette für mich? Na? Ist sie weg? Ja. Ja, sie ist weg. Tatsächlich. Die Bockwurst in meinem Kopf ist weg. Na, dann sind Sie ja geheilt. Wunderbar. Aber was mache ich jetzt mit dem Senf?
Ich weiß auch nicht, wo er herkommt, aber zur Fütterung taucht er immer pünktlich auf. Guten Tag, mein Name ist Busse, ich bin Ihr Nachbar. Nun, hat alles gut geklappt mit Ihrem Einzug? Ja, Kosnick, Hermann Kosnick, guten Tag. Guten Tag, ich freue mich sehr. Gut zu wissen, dass unsere neuen Nachbarn aus demselben Stall sind wie wir, wenn ich es mal so salopp ausdrücken darf. Ja. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne in unserem Tennisclub empfehlen und in unserem Golfclub. Ja, gerne. Und sollte Ihre Gattin Lust haben, in den Bridgeclub einzutreten, bin ich selbstverständlich gerne bereit, auch dort behilflich zu sein. Das würde sie bestimmt sehr gerne tun. Sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Aber ich bitte Sie nicht der Rede wert. Leute wie wir müssen doch zusammenhalten. Genau. Hermann, ich fahr mal runter zum Supermarkt. Eine Fertigpizza holen, alles klar? Hallo, Liebling. Hannes, ich denke, du bist im Schwarzen Meer. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo die Zigarre herkommt, bringe ich dich um. Aus Havanna. Ich glaube, im Namen des Vorstands sagen zu dürfen, dass Sie den Anforderungen, die mit der Position des Verkaufsleiters verbunden sind, voll und ganz entsprechen. Danke sehr. Danke sehr. Es gibt allerdings einen Punkt, den wir gerne noch prüfen würden. Selbstverständlich. Würden Sie für uns einmal weinen? Selbstverständlich. Weinen? Ja, weinen Sie. Lassen Sie die Tränen fließen. Flennen Sie, schluchzen Sie, irgendetwas in der Art. Ja, aber darf ich fragen, warum? Feminismus, Herr Schröder. Die leitenden Positionen der Wirtschaft werden immer mehr von Frauen besetzt. Es ist durchaus möglich, dass Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit mit einer Frau konkurrieren müssen. Und was tut eine Frau, wenn es hart auf hart geht? Na? Weinen? Genau. Deshalb sollte unser Verkaufsleiter darauf vorbereitet sein, es im Weinen jederzeit mit einer Frau aufnehmen zu können. Also ich bin sicher, dass ich weinen könnte, wenn nötig. Ja. Dann tun Sie es bitte. Jetzt gleich? Ja. Und beeilen Sie sich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für Sie. Na gut, in Ordnung. Schluchz, schluchz. Meine Güte, Schröder, Ihr Weinen ist zum Lachen. Aber ich kann auf Kommando nicht richtig weinen. Niemand kann das. Ich kann es. Sehen Sie selbst. Na? Donnerwetter, wie machen Sie das bloß? Ganz einfach. Ich stelle mir etwas Trauriges vor, etwas, das zu Herzen geht. Zum Beispiel eine grüne Wiese im Frühling, ein niedliches kleines Lämmchen hüpft fröhlich herum. Da kommt der böse Bauer, fängt das arme Lämmchen, schickt es zum Schlachthof. Und das wird es tun, das wird das arme Lämmchen. Ja, rührt Sie denn das gar nicht, Herr Schröder? Nicht direkt. Ich esse sehr gerne Lamm. Na schön, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Ein Todesfall in der Familie, das ist ja immer etwas Trauriges. Also, Ihre Schwiegermutter liegt im Sterben. Sie stehen an ihrem Bett, beugen sich über sie und sie stirbt in ihren Armen. Ja, dann lass dich doch etwas Besseres einfallen, meine Herren. Entschuldigung. Ich denke immer noch an das arme kleine Lämmchen. Ich stelle mir vor, dass meine Frau gerade mit meinem neuen Wagen aus der Garage. Schalke 04. Na sehen Sie, Schröder, es ist gar nicht so schwer. Also denken Sie jetzt bitte mal an etwas Trauriges. Mir fällt im Moment nichts ein, was traurig genug wäre. Tja, dann wird's wohl nichts mit uns, Herr Schröder. Wie bitte? Wir können Ihnen die Stellung als Verkaufsleiter unseres Hauses leider nicht geben. Oh nein, bitte, bitte, das können Sie doch nicht mit mir machen. Bitte, meine Herr. Na also, es geht doch. Gratuliere, Herr Schröder. Willkommen in unserer Firma.
Danke dir. Und hier noch eine kleine Kostprobe aus unserer nächsten Sendung.